Die Poesie kommt nicht auf Bestellung, so viel Inspiration kommt. Kommt doch. Und es kommt nichts. Verdammt, wenn ich aufstehe. Wow! In deinen Augen spiegelt sich das Paradies. Schön wär's. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Glück bei den Frauen, ne? Es ist, wie es ist. Aber ich bin verheiratet. Das ist keine Angst. Aber sehr unglücklich. Sehr glücklich. 48 Jahre schon. Wow. Es ist, wie es ist, sagt die. Ja, guck mal, da haben wir ja schon ein Thema, ne? Und in deinen Augen, wow. Sind das Perlen oder sind das Perlen? Wir wissen, du bist verheiratet, aber... Das so ein bisschen Perlmutt finde ich ja schon. Perlmutt ist gut. Ah. Genau. Aus der Tiefe des Meeres geschöpft, ans Licht gebracht, um uns mit ihrer Schönheit zu erfreuen. Oh, tapferer Rittersmann. Es ist schön, dass Sie uns die Ehre machen. Wunderbar und herrlich. Mein Name ist Viola Lilia. Ich bin Schauspielerin. Meine Karriere als Schriftstellerin. Mord und Totschlag begonnen. Krimis. Ich wollte eigentlich immer Komödien schreiben. Hallo? Wow, das sind Rosenmünder, die uns da anlächeln. Wow. Ja, hier drüben wird gerade die Geliebte der Poesie geübt. Denn die Geliebte der Poesie ist die Stille. Sie lauschen ja mal in die Stille. Diese Stille geben wir ein magisches Wort. Jedes Wort ist magisch, wenn wir wissen es, als dieses zu benutzen. Drum bitte ich dich, schenk uns ein Wort. Denk nicht lange drüber nach, sondern nimm es erst, lass dich überraschen. Harmonie. Harmonie? Ein magisches Wort. Groß. Große Harmonie. Kannst du das so mitschreiben? Ja, das schon cool. Große Harmonie. Ein magisches Wort? Kontemplation. Große Harmonie. Unter dem Dach der Kontemplation. Oder der Tiefe. Aus der Tiefe geschöpft. Ja. Ah. Schicke uns hin. Warte, wir müssen sie. So viel Poesie auf einmal. Okay, aus der Tiefe geschöpft? Mhm. Ein magisches Wort. Wundersam. Wundersam, wow. Diese, ich liebe diese Worte mit Sam am Ende. Langsam. Einsam, zweisam. Sam. Sam. Heißt du Sam? Ich heiße Sam. Ah. Ja. Sam ist sozusagen, gibt den immer, die ist ein wunderschön poetische Silbe, weil es gibt einsam, das laden wir die Stille zu ein. Ein, Stille, Sam. Oh, ich bin so einsam. So, jedes Wort hat seine Dualität, manchmal auch drei und vier Bedeutigkeit. Und einsam heißt Einsame. In Einsame liegt die ganze Schöpfung. Das ist das Schöne, was ich euch mitgeben will, an der deutschen Sprache zu entdecken und zu forschen. Da steckt nämlich viel Deutlichkeit und viel Deuten. Schenk ihr uns ein magisches Wort? Mu. Mu. Okay. Haben wir das mit dem Samen auch? Okay, an die Ecke. Das können wir noch rein. Kannst du mal vorlesen? Große Harmonie unter dem Dach der
Wundersam? Ist es da, ja? Wundersam? Ja. Wundersam. Einsam, zweisam, gemeinsam. Mu. Ich habe das Wort nicht verstanden. Einsam, Mu. Einfach nur Mu, eine Silbe. Ach so, wie eine Kuh macht. Mu, oder? Ja, genau. Ohne mal zu Poetiker, ne? Also, laut. Probier mal, schreib mal an die Seite. Mu wie die Kuh. Mu wie die Kuh, ja. Hör gut zu. Mach Mu wie die Kuh. Mu! 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 Also, wir wissen, die Poesie liebt den Schalk. Ja. Ja. Die sitzt in den Nacken sozusagen. Nicht nur die Tiefe und die große Inspiration. Nein, vor allem die Überraschung und den Witz und das, den Sinn auf den Kopf stellen. Ne? Zum Beispiel, wer bin ich und wenn ja, wie viel? Ja, aber er hat es auch nur irgendwo her. Kann sein. Ja, der Schläger, der kommt auch nicht alles. Ja, der auch, ja. Ja. Stimmt, genau. Ja, gerade, ja, bin ich und wenn ja, wie viel? Das war recht, glaube ich. Ja. Okay, wir wissen also, Worte ist nicht immer unbedingt in uns, es ist nicht nur unser Eigentum, nicht nur unsere Inspiration, sondern wir schöpfen einfach aus dieser Vielfalt der Möglichkeiten, die es gibt und manchmal trifft uns oder küsst uns einer dieser Inspirationen und gleichzeitig auf dem anderen Teil des Planeten hat zufällig immer die gleiche Inspiration. Das ist Kommunikation der Zukunft. Also wenn das mit den Handys alles nicht mehr klappt. Was für Ding? Wenn das mit den Handys alles nicht mehr klappt. Handy, was ist das? Da! So ein Mobildings. Ja, so. Was heißt die Mobiltelefon? Dann reicht es, wenn wir einfach einen lieben Gedanken in die Welt senden und es wandert, es schallt als Echo zurück. Wir waren bei Mu. Ja. Ja, wozu macht Mu dieses Sag ich euch mal, wo liegen die, wo kommen die Buchstaben überhaupt her? Sie kommen aus unserem Körper. Und dieses ist wie Mama, gemeint. Ist ein Sound, der tatsächlich so wie eine Umarmung. Und das U ist der Vokal, der am tiefsten liegt. Und tatsächlich wie eine Schale in unserem Becken. Er klingt im ganzen Körper, aber so seine Hauptresonanz hat er. Tiefe, wir brauchen die Kraft und dann brauchen wir muss die Entscheidung dieses klaren Impuls setzen. Mut. So entsteht das. Aus unserem Buchstaben sind lebendige Wesen, die mit uns kommunizieren wollen. Und so meine Berufung, ein wunderschönes Wort, ist es sozusagen den poetischen Anteil unserer deutschen Sprache wieder in den Alltag dafür Raum zu schaffen, in unserem Alltag. Das ist ein bisschen unsere Sprache so funktional geworden. Bestimmte Zeiten haben dafür gesorgt, dass auch manche Wörter einfach verschwinden. Aber wir holen sie wieder. Wir holen sie wieder und wir schöpfen neue Worte. Ein magisches Wort von dir. Wir sind jetzt bei Mut. Kannst du mal vorlesen? Ist aber schlimm, ne? weil man sagt ja eigentlich immer, die Deutschen, das ist das Volk des Dichter und Denker. Jetzt sind sie schon wieder das Volk der Schlechter und Denker. Große Harmonie und
den Dach der Kompensation aus der Tiefe geschöpft, wundersam, einsam, zweisam, gemeinsam. Hör gut zu, mach nur wie die Kuh. Ah, ist doch geil! Ist doch geil! Hier auf der Weide? Hier auf der Weide. Bitte mit diesem die Dialekt. Was war das? Ah, ja. Hier auf der Weide. Wo kommst du hin? Aus Niederbayern, ich sehe das. Das ist da. Auf der Weide. Genau. Irgendwie auf der Weide. Ah, Prinzessin Morgenröte. Oh. Ihr seht, was das macht mit einem Menschen, wenn man Komplimente verteilt. Haben wir Deutsche auch so ein bisschen so verlernt. So von wegen, was werden die ich war vor einer halben Stunde in so einem Elektroladen und da hatte ich genau das Gefühl. Die waren alle versteinert. Die Masken. Hinter den Menschen. Wenn du plötzlich so ein Kompliment sagst. Hätte ich ja mal versuchen sollen. Daran siehst du, dass Worte lebendig sind und dass sie etwas machen mit dem Raum. Meine gute Teure, meine Beste, wir fischen nach poetischen Worten. Das heißt, sag uns einfach irgendein Wort, was dir gerade jetzt in den Sinn kommt. Sonnenschein. Auf der Wiese? Sonnenschein. Okay. Das passt ja, das T-Shirt. Ich hab's nicht gehört. Im Sonnenschein mit ihr allein. Oh, allein. Darf ich mit dir allein schreiben? Was? Schreib, was du möchtest. Das war nur allein. So gesagt. Was? Ich hätte mit dir allein. Ein Dir gemacht. Ja. Ja, bitte. Das ist immer eine direkte Ansprache, lieben wir auch. Es geht zu sagen, wie sagen wir so viel, Mann. Man könnte. Heißt noch nicht, dass ich es mache. Aber wenn ich sage, ich kann, es hat dann viel mehr Kraft, viel Energie. Wa? Und das Mann heißt noch nicht die Verantwortung. Das ist noch weit da draußen. Ja? Okay, so, jetzt. Funkelt? Ja. Ach, du hattest ja schon die Wiese. Ach so, okay, dann weiter. Der Funkel ist auch noch mit rein. Das Sonnenschein mit dir allein, das ist wahrer Frieden. Ah, das muss wahrer Frieden sein? Da kommt ja mein magisches Wort. Hä? Frieden ist mein magisches Wort. Ah, guck mal hier. Die Königin des Friedens. Punkt. Und ein Sternenfunkel. Sonnenschein, aber nicht. Poesie. Und alle Sterne funkeln. Später dann im Dunkeln. Ja, super. Ein magisches Wort von dir. Zirbeldirbeldubel. Zirbeldirbeldubel. Wie schreibt sich das? Das schreibt man, wie man möchte. Stabil mal. Sag ja. Das schreibt mir wurscht. Dirbe? Ganz einfach. Ja. Wir haben auch eine Königin der Nacht, wollte ich kurz einspringen. Das ist die Ines am Currystand. Wenn ihr sie ansprecht mit Königin der Nacht. Ines heißt Königin der Nacht. Oh, Königin der Nacht am Currystand ist doch Poesie. Ja. Musst du mit dir aufschreiben, Königin der Nacht am Currystand. Das kriegen wir auch noch. Ja. Also Ines heißt Königin der Nacht, hat sie zu mir gesagt. Ich gefragt, ne, nach dem Namen, wie heißt du? Das ist eine Bedeutung. Sie ist Königin der Nacht, seitdem ist Königin der Nacht. Und dann sprach sie, so wie die Prinzessin der Morgenröte oder die Königin des Friedens. Wow. Ich habe mir schon ein magisches Wort von dir. Ja, nicht direkt. Ich hatte eigentlich auch den Frieden. Ah, die sitzt doch hintereinander. Kommunikation. Okay. So, der Meister hinter der Kamera, der dann im Schatten von all dem ist. Aber das richtige Licht und das richtige Bild,
kreiert, schafft, fängt, zusammenstellt. Mhm. Schenke Oates ein poetisches Wort. In Lakesh. In Lakesh. Ich bin ein anderes Du, heißt es doch, ne? Ja. Genau. In Lakesh. Das ist Maya. Maya. Hm? I-N. Dann bestimmt irgendwie so ein Strich. Mit Leer, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie man L-A? Schreibt. Ja. Hm? Und dann, ich glaube zusammen, aber K-E-E, also K-E-C-H. In Lakesh. Hm. Dass du bei mir hier sitzt, war ja klar, oder? Naja. Jetzt kommt's, ne? Ja, guck mal, jetzt kommt er und jetzt komm ich. Ja. Nein, jetzt komm ich. Jetzt nur zwei Mayas in dieser Ecke, war ja klar. So, wir schauen wir mal, was wir hier. Mal gucken, was da daraus entstanden ist. Große Harmonie unter dem Dach der Kontemplation. Aus der Tiefe geschöpft. Wundersam, einsam, zweisam, gemeinsam. Hör gut zu, mach nur wie die Kuh, hier auf der Weide. Im Sonnenschein mit dir allein, das muss wahrer Frieden sein. Und alle Sterne funkeln später dann im Dunkeln. Zirbel, dirbel, dubel, Königin der Nacht am Currystand in der Hesch. Bitte mit auf die Webseite von Pakistan, Amasika, ja? Und das erste Wort, was einem Leben begegnet, ist der eigene Name. Verrätst du mir uns deinen Namen? Sehr ungefähr wie Zirbeldirbeldu. Ti Kim Nu. Wie wir sprechen es mal nach. Ti-Kim-Nu. Okay, dann verrät uns doch die Bedeutung von Ti-Kim-Nu. Es gibt zwei. Es gibt zwei Bedeutungen. Okay. Das eine heißt Goldschatz. Wow. Und das andere heißt, die sich durchsetzen. Wow. Der Goldschatz, der sich durchsetzen. Wow. Verstehe ich. Und aus welcher Sprache kommt dieser dein Name? Aus Vietnam. Aus Vietnam. Okay. Ist es nicht toll, wenn wir einfach sagen, guten Morgen, Goldschatz? Ist das nicht einfach? Und so ist es in Vietnam, ja? Da sagt man, guten Morgen, Goldschatz. Wow. Wunderschön. Das ist nicht nur in Vietnam, das ist auch bei uns hier so. Ich kenne den Namen jetzt nicht mehr, aber ich kann mir morgen, wenn ich dich sehe, Prinzessin der Morgenröte. Genau. Aber das ist ja wie eine Eselsbrücke im Grunde, ne? Ja. Einfach. Ja. Also voll schön. Ja. Und ihr gelbes Shirt und ihr Gesicht, der Sonnenschein, das ist alles verknüpft. Ja. Okay. Meister hinter der Kamera. Wahre Text. Das ist 10 Jahre alt, das T-Shirt. Verrate uns deinen Namen. Jan Henrik. Weißt du, was Jan heißt? Was Henrik heißt? Ja, Heinrich eigentlich. Heinrich. Aber Jan? Der Hain. Was ist der Hain? Das ist. Ein Hain ist ja ein Wäldchen, oder? Der Hain, genau. Ursache, ja, genau. Der Hain. Aber Henrik. Ja, Henrich, wa? Wir formen. Mhm. Das ist der richtige Hain. Ist das gut? Der richtige Hain. Guten Morgen, richtiger Hain. Moin. Okay. Ilona. Trete sie ein bisschen aus dem Schatten heraus und erfreue sie uns mit ihrem strahlenden Wesen des Friedens.
Friedens. Frieden sitzt neben Frieden. Ilona, deinen Namen habe ich jetzt schon verraten. Ja, Ilona. Kennst du die Bedeutung? Von Helena. Von Helena? Die Strahlende, die Schöne. Wow, guten Morgen, Strahlende, mein Schöne. Mein Vati ausgesucht. Oh, der gute Papi. Wie groß ist dem Papi? Der ja. sieht dir zu, was die Ilona hier so macht. Die Strahlende, Schöne. Verrate sie uns deinen Namen. Lisa. Lisa. Was heißt Lisa? Es kommt wohl aus dem Hebräischen. Aus dem Hebräischen? Kurzform von Elisabeth. Elisabeth. Ja. Und was heißt Elisabeth? Ich hatte mal eine biblische Bedeutung, sowas wie Gott ist mein Eid. Gott ist mein Eid. Oh, Gott ist mein Eid. Ja, wunderbar. Wunderschön. Gott ist mein Eid. By the way, Gott weiß im Augenblick auch nicht, wie es weitergeht, wa? Nee. Gott weiß im Augenblick auch nicht. Was habe ich denn da gemacht? Da oben? Die bringen sich ja da alle um. Das ist mir Hilfe, müssen wir planen. Ja. Und er sagt, aber wie oder was? Ich habe keine Idee, Menschen, jetzt müsst ihr mal machen. Na? Wir sind drauf. Ja. Gott braucht uns gerade im Augenblick. Weil der ist nicht in Ordnung. Vielleicht plant er ja schon einen neuen Versuch. Ja, aber der pustet die Inspiration, weil weißt du, wir bitten immer Gott um Hilfe. Gott, bitte hilf uns. Nee, jetzt wollen wir nie, Leute. Also jetzt folgen wir eure Hilfe. Ja. Okay, aber wir arbeiten dran. Radeans. Stefan Dominik. Stefan Dominik. Stefan Dominik. Dominik ist zweite Name, ich vorname. Und Stefan, was heißt Stefan? Ich denke, das ist irgendwie so für die. Für die Sache kämpferisch eintreten. Oh. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass es halt diesen Ursprung hatte von dem ersten da. Oder wahrheitlich eintreten. Wir wissen es nicht genau, das wir behaupten wir es ja. Also ich habe das Gefühl dabei, dass das so ist. Sollen wir für eine Sache eintreten? Vielleicht auch. Dominik ist für mich halt also das Gefühl so logisch verstandesmäßig, ratiomäßig. Das passt doch gut zusammen. Für eine Sache eintreten, aber mit Verstand. Ja, ja super, wow. Okay. Ah. Martin. Ich habe jetzt lange nachgedacht, also mir fällt jetzt keine wirkliche Bedeutung dazu ein. Außer natürlich das biblische St. Martin, der halt seinen Mantel teilt, glaube ich. Er ist recht in Erinnerung. Ja, der Mantel, ne? Das ist in der Kita jedes Jahr. Ja, genau. Laternen draußen. Oh, St. Martin. Ja, ist die Geschichte von dem Krieger, der am Ende von all dem, was er durch die Höllen, die er durchgegangen ist, die Höllen des Krieges, gesagt hat, ich teile jetzt mein Mantel. Stimmt, du hast recht. Der gütige Krieger. Ja, aber ja, das kommt ja auch bei Mars. Super. Mars, also super. Der Mars Kriegsgott, oder Gott des Krieges, so. Ja, Mars. Ja. Wow, der weise gewordene Krieger. Oh, der geläutert. Es gibt ja vielleicht den martialischen Krieger oder den magischen Krieger. Das steht auch da drin. Und jetzt ist er an den Punkt gekommen, weil du siehst, man, die Qualität von Frieden. Ja? Für eine Seite. Genau, die Qualität von Frieden entdeckt man oft erst, wenn man auch den Schatten kennt. Ja, klar. Wenn man irgendwie so durchgegangen ist. Also es gibt keine Abkürzungen. Die Märchenfigur, bis sie zur Erlösung kommt, muss einfach vom Wolf gefressen werden. Was da nicht alles Schlimmes passieren kann und gib ihr noch ein Problem und hau ihr noch eins rein. Aber ganz zum Schluss kommt die Lösung. Und dann ist sie reif geworden, dann ist sie erleuchtet geworden. Und so. Aber jedes Kind wird mit dir schimpfen,
wenn du versuchst, aus einem Märchen den Bösen rauszustreichen. Ja? Ein Kasperletheater, da gehört ein Krokodil mit rein. Das ist kein Kasperle. Da gehört der Teufel mit rein. Es geht so. Und dann ist Kasper wirklich der Held in alle. Ja. So moderne Kindergeschichten. Also ich liebe die alten Grimm-Geschichten. Ich weiß, sie sind ein bisschen grausam. Mhm. Aber sie haben mehr, sie sind so etwas wie, ja, ich will es gar nicht weiter vertiefen. Sie sind unsere Urgeschichten. Und es kommt jetzt zu deinen Urnamen, zu deinem Namen. Impliziert das, dass ich gar nicht Sam heißen würde? Wie? Achso, das ist Sam. Sam heißt du nochmal. Nein. Das ist denn dein. Samuel? Ja, Samuel. Ich heiße tatsächlich Samuel Sam. Samuel Sam? Wow, sogar zweimal. Doppelte Samen. Der doppelte Samen. Ja, der doppelte Sam. Und was heißt Samuel? Weiß ich nicht. Das ist ein Engel? Das ist ein Engel? Das ist ein biblischer Name. Hm? Das ist definitiv ein Name. Das ist ein biblischer Name. Dann Samuel, wenn wir nicht finden. Dann denken wir uns etwas aus. Was könnte Samuel für dich sein? Was ist Samuel für dich, dieser Name? Nee, ich trage den Namen nicht. Tatsächlich nennt mich niemand Samuel. Bitte? Mich nennt niemand Samuel. Also. Alle sagen zu dir Sam. Richtig. Ja. Okay. Hm, da haben wir schon über die Silbe Sam gesprochen, ne? Sam, deine Stimme ist ein bisschen Sam, aber so wie Sam, samt und seidig. Samt und seidig, der sanft. 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 Der sanfte. Der sanfte dampft. Also, machen wir schon ein Gedicht drauf, schreibst du dir auf. Inspiration für heute, der sanfte dampft, und dann gehst du aber damit spazieren und mal gucken, was wir rauskommen. Ja, das sind so habt ihr irgendwie einen Zettel und Stift? Also das ist irgendwie so das Werkzeug des Poeten, irgendwie immer was zu schreiben, denn Inspiration kommt, ist aber auch schön wieder weg. Also Werkzeug deines Poeten. Klingt auch nichts, das dann so, ich muss mir das jetzt merken und später schreibe ich es auf, dann ist es weg. Das ist weg, ja. So. Kommen wir zu dir. Ja, ich habe auch eher so wie du einen eher nordischen kriegerischen Namen. Ich heiße Holger. Und Ger ist ja bei den alten Germanen, das war ja so ein Wurfspeer. Der Holger ist ein Wurfspeer. Das ist Ger. Also die zweite Silbe. Holger. Ein Ger. Das ist ein Speer, eine Waffe. Der Schwerträger. Ein Schwert, der Schwertträger, der Kämpfer ist das auch. Ne? Und es ist der Holde. Und nicht immer. Ab und zu schon, wenn man lange genug lockt, dann kommt das, kann das Holde auch immer zu. Er hatte schon die Haltung eines Kriegers. Ne? Das machen ja vor allem gerne Politiker. Ja. War ich auch mal. das gibt's auch. Was bewirkt diese Haltung? Sagen wir es einfach mal so. Solarplexus machen wir zu. Ja. Es ist nämlich genau die Kriegerhaltung so. Die schützen mich hier. Deswegen wirken so Manager oder Politiker, die hier so machen, immer besonders stark, weil sie nur ihre Gefühle zu haben. Ja, das sind die besonders wenig zu sagen. Ne? Also, wenn ihr euch, sag ich mal, irgendwie dabei, ne, so sag ich dann mal, ertappt, dass ihr so macht, macht es mal auf und versucht, und dann sagt mal den gleichen Satz nochmal und gucken, wie es sich dann anfühlt. Aber manchmal mache ich bewusst so, damit ich mich von dem schütze, was gegenüber kommt. Genau. Ja. Es ist Schutz. Es ist tatsächlich dieses Schild.
ein Wall, ein Damm, eine Mauer, ne? Eine Abgrenzung. Aber ich kommst du nicht ran. Ja, also so. Das kannst du machen, was du willst, dann kommst du nicht durch. So ist es. Wenn ich sogar das Herz mit dazu nehme, ist noch schwieriger. Aber wenn ich aus diesem Herz spreche, ist es denn, ist egal in welcher Sprache ich spreche, das kommt an. Also besonders die Südländer, die viel mit den Händen arbeiten. Sie arbeiten eigentlich so ständig. So, bist du immer Menschen beobachten, die immer so sprechen? Ja, die bringen so, die bringen vor allem die Energie, die hinter dem Wort ist, ja, oder die mit dem Wort transportiert wird. Ja, ja. So ist auch der Tanz. Letztendlich sind das auch Geschichtenerzähler. Also in vielen, ich kenne es nur von den asiatischen Tänzen, dass jede Bewegung auch eine besondere Bedeutung hat. Genau, ihr hatte gestern eine schöne Bedeutung. Ich mache die Hand nach unten und die andere oben drauf. Was heißt das? Ich nehme die Erde, ich ehre die Erde und der Himmel kommt dazu. So ähnlich. Warum? Ich glaube, es ist so ähnlich. Da muss ich nachher nochmal fragen. Was fand ich gut? Also ich mache nicht nur so, sondern ich sage, danke an die Erde. Öffne mich gerade. Jetzt öffne ich meinen Raum, ja. So, Dax Terra 2023. Wer hat ihr das? Thomas. Der Thomas? Das Einzige, was ich assoziiert damit, ist der Ungläubige. Ist der Ungläubige? Ungläubige. Also man hat mich Der Lehrer hätte immer gesagt, Thomas, du Ungläubiger. Oh. Nicht schön, oder? Nein. Das ist einer von den Jüngern gewesen, der eigentlich wirklich glaubt an Gott, oder? Ich weiß nicht, dafür bin ich zu wenig bibelfest. Glauben ist nicht Wahrheit. Was? Glauben heißt ja nicht wissen. Etwas zu glauben, hätte er nicht nachgeprüft. Genau. Der Lehrer hat doch keine Ahnung. Ja? Der hat auch gesagt, ich werde keine Sängerin. Na, wir geben dir einen Namen. Ja, ich glaube mehr als ich denke, hat er. Irgendwie hat das jemand mehr. Ich glaube mehr als ich denke. Also ein Magier mal gesagt. Und ja, diese Qualität von Nachfragen und Prüfen, das ist ja gerade in unserer Zeit eine enorm wichtige. Ich glaube nicht mehr, was ich da draußen sehe. Ich glaube nicht mehr, was mir da einsetzt. Das ist passend. Oh, du bist ja ganz bei dir. Glaubst du nur noch das, was hier ist, ja? Zum Beispiel. Ja. Sei es wirklich. Wer hat es jetzt? Sirene. Sirene? Mhm. Also nicht wie Sirene, sondern Serena. Serena, und was ist das bedeutet? Das heißt fröhlich, heiter und kommt aus dem Lateinischen. Fröhlichkeit, die mag begrüßen. Guten Morgen, Fröhlichkeit. Ja, das muss ich euch kurz erzählen, weil so, ich sage immer, die Intelligenz des Schicksals. Und das Schicksal ist so seine eigene Intelligenz. Tatsächlich regnete es die Nacht und es strömte und mein Zelt nass. Und alles, die Bücher, und da muss ich gerne irgendwie nach Hause abreißen und sage, okay, Viola. Okay, den Gedanken gibt's, aber es gibt bestimmt noch einen anderen Gedanken. Ne? Wir sind ja immer in einer Entscheidung. Ja? Entscheide ich mich für die Angst oder entscheide ich mich für eine andere Möglichkeit? Es gibt natürlich noch eine dritte und eine vierte Möglichkeit. Aber okay, öffnest dich einfach mal für die Intelligenz des Schicksals. Und was schickt mir die Intelligenz des Schicksals? Sie tauchte plötzlich auf. Ich habe ein Zelt für dich. Oh. Und Ilona, hat gestern eine Frau gefragt, ich habe einen Schlafsack für dich. Plötzlich war alles da, was ich brauche. Ja. Gestern Schlafsack bei Fan-Konzert, ne?
Aber den Schlafsack oder auf jeden Fall. Genau. Und dann hatte ich ja und habe mich ja vorbereitet. Ich hätte noch einen Schlafsack für dich, wenn ich das gewusst hätte. Oh! Ich habe mich ja vorbereitet, alles nass, alles weggeschwommen. Das ist doch gut, das passt. Okay. Gut. Die Runde haben wir geschafft. Achso, ich bin Viola. Das sind Fragen, genau. Ich bin Viola. Und Viola, die Bedeutung von Viola? Lila? Und die Geige, sie? Bratsche, etwas größere Geige. Aber auch hier steckt die Dualität drin. In vielen Wörtern haben wir ja schon so ein bisschen rausgekriegt, auch bei den vielen Namen. Also in jedem Wort schleppt doch gleich seinen Schatten. Es ist auch Violenz. Geschlagen oder die geschlagen. Ja, also diese Qualität auch. So, da sind wir an diesem Punkt, dass jedes Wort seine Dualität hat. Ja, für uns Deutschen gibt es natürlich ein Wort. Wir haben eigentlich mehrere Worte, die wir schwer über die Lippen kriegen. Inzwischen können wir Heil sagen, aber vor ein paar Jahren, so als ich noch jung war, irgendwie Heil sagen. War schwierig. Aber inzwischen können wir es sagen. Es gibt so viel Heilung und so viel Heilungsenergie und so viel heilende Worte, dass es schon befreit ist von dem. Aber die haben doch damals schon alle gewusst, dass der Typ krank ist. Wann haben sie uns aufgefordert? Heil Hitler. Der war doch kaputt. Heil ihn. Haben die gewusst? Unbewusst. Oder? Die Doppelheit ist leider keiner geschafft. Moment. Wir machen ein bisschen auf, merk, Samen. Siehst du, da haben wir wieder. Dieses Samen gibt es nur, gibt dem Wort aufmerk noch eine besondere Qualität. Eine Tiefe, eine Verwurzelung mit. Denn ich einfach mal an. Wenn ich jetzt zu dir sage. Heil dir, wenn ich jetzt gehe, das ist ein ganz schönes, weil ich dir ein Heil, also eine Heilung wünsche. Das ist Heil dir und so. Also, ja. Ne? Das ist unabhängig jetzt von diesem Krieg, ne? Aber das ist ja, hat ja auch eine Kraft, dieses Wort Heil. Das steckt ja in Heilung auch drin. Und ich finde deutsche Sprache sehr schön. Auch mit dem Zufall, dass es ihm zufällt und sowas. Ne? Und das macht bestimmte Dinge deutlich. Ja, genau. Und das ist ja die Qualität, das ist ja das Tolle an unserer Sprache, dass die ja so präzise, dass man wirklich, wenn man sich was wünscht, das genau präzise formulieren kann und sich dann mit dem Fell öffnet und dann kommt das ja so. Ne? Und ich finde das bei den Jugendlichen, also meine Kinder sind ja auch schwierig, dieses Denglisch, wenn sie diese englischen Wörter in das Deutsche reinbringen, weil dann diese Kraft der Worte verloren geht. Ja. Ne, und das ist die Identität auch. Naja, das auch, ja. Das diese ist ja gewollt. Aber diese, weil es jetzt um die Kraft der Worte hier geht. Also es ist wirklich. Und ja, was du auch vorhin sagtest mit Gott und so, ne? Wenn man sagt, wir im Himmel, so auch auf Erden, also wir Menschen sollen ja das Göttliche auf Erden bringen. Man kann nicht nur beten, man muss auch tun. Und ne, wenn man dann diese Wörter so echt auseinander nimmt, das ist echt schön. Und deshalb sind ja Gebete auch so kraftvoll oder Mantren, dass die ja dann diese Energie. Wobei ja auch die englische Sprache ihre Wurzeln hat und die Worte ja auch eine coole Bedeutung haben. Also ich finde es gar nicht schlimm, das zu vermischen. Weil es gibt doch viele englische Worte, wo man, wenn man die auseinander nimmt, das kommt von da und es ist ja auch voll schön. Das ist auch kein gutes Beispiel. Ja, es ist richtig, es ist eben beim Deutschen, aber wirklich, wenn man mit jemand so sagt, zufällig, wo ich sage, es gibt keinen Zufall, weil es fällt dir ja zu. Also, ne, viele verstehen ja gar nicht mal den Sinn hinter der Wörter oder entwickeln. Da steht das Entwickeln drin und so. Oder das ist ja wirklich eine Logik. Und wenn man das verstanden hat und dann die anderen Sprachen mit reinnimmt, ja, aber die jungen Menschen verstehen ja die Qualität der deutschen Sprache gar nicht mehr. Und wenn man ja alte Bücher liest oder alte Gedichte, was da für einen Klang auch dahinter steht, wie man die Wörter zusammenfügt. Und ich habe früher Deutsch nicht geliebt in der Schule, weil es für mich nicht logisch war. Wenn ich aber einen Lehrer gehabt hätte, der mir das beibringt, was da für eine Logik in dieser Sprache steckt, dann hätte ich da eher einen Zugang dazu gehabt. So. Hört.
Ich glaube, deshalb müssen wir auch mit Hilfe der Bürger zum Beispiel unsere Sprache pflegen, weil die sind gerade dabei, unsere Sprache zu stehlen, klauen uns die Begriffe und besetzen die Begriffe neu. Solidarität ist ja heute nicht mehr, dass man den hilft, der schwächer ist oder der Hilfe zu tun, sondern man haut die tot, die man gar nicht kennt, irgendwo ganz weit weg. Aber ich muss sagen, es gibt, ich hatte, wo ich in Berlin gelebt hatte, was über die Mitfahrgelegenheit, viele Leute auch aus dem Ausland mitgenommen und da war jemand aus dem Iran oder Irak und hat gesagt, er liebt die deutsche Sprache, weil man Dinge genauestens benennen kann. Also das ist genau mit dem, was rollt, dann kullert und man hat verschiedene Begriffe, für was sich dreht und so. Und du bist bitte auch schon wieder ein inspirierender Satz, wenn es rollt, dann kullert. Es gibt bei den Inuit gibt's 40 Worte für Schnee. Ja, genau. Ja. Ist auch. Aber dass man eben auch unsere Sprache pflegt, so dass man sich der Qualität. Jedes Volk hat ja so seine. Also ich warne davor, weil Orwell hat ja schon vor langer Zeit geschrieben, von diesem Neusprech, dass man unsere gute alte Sprache, die wir kennen, völlig anders umpolt, umdreht. Und damit wir das vergessen, macht man da ein paar amerikanische Brocken mit rein und dann fällt das nicht so auf. Ich bin schon für viel, viel Kulturelligkeit, aber nicht in der Sprache selber. Ja. Die haben ihre eigene Sprache, lassen sie die doch verfeinern, wir nehmen unsere Sprache. Ja. Und wenn man das vermischt, dann muss man das bewusst machen, als ein Werkzeug. Ja. Und jetzt zum Beispiel dass man darauf auf irgendwas aufmerksam machen will. Das sind 10 und 13, meine Tochter, die macht das auch, weil es der große Bruder macht. Und dann sage ich mir, was heißt denn dieses englische Wort? Und die Kinder wissen ja die Bedeutung des Wortes gar nicht. Nee. Und das finde ich gefährlich, wenn du dir bewusst bist, was cool oder das heißt, okay, aber nur bei den Kindern oder ihr Alter oder dieses ganze Gerede. Ne? Und das ist eben die Qualität. Die Kinder verlernen dadurch ja auch zu kommunizieren, diese Qualität. Dieses Fühlende auszusprechen in Worten. Ja, gehen wir ein bisschen. Ja, bitte. Ja, also genau diese zwei Dinge nochmal zusammensetzen. Das Gefühl der Vibration hinter den Worten ist auch das, was sie fühlen in dem Moment der Sprache. Und wenn wir nochmal das, was bei Holger, ne, so, die dürfen gerne ihre Sprache, ihr seht, ich bin andersartig. Und ich finde es wichtig auch, wenn wir also in Deutschland sind, die Wurzeln zu pflegen, in wo du herkommst, in welchem Feld du schwingst, auch mit der Sprache dann zu schwingen. Also das dafür bin ich auf jeden Fall. Ich bin im Schwarzwald geboren und habe dann natürlich auch mit eine Schwingung bekommen. Das heißt, wenn ich das als Werkzeug oder auch integriert habe, kann ich das auch für mich nutzen. Und das meinte ich so. Ich finde das Deutschsein, es ist ja keine Wertung, aber doch so, wenn ein deutscher Mensch andere Worte, andere Schwingungen von Mantren etc. Ja, ist trotzdem noch nicht an sich nah. Also es gibt so vieles von der deutschen Sprache, wo noch näher an der Wurzel wäre, wie jetzt ein indisches Mantra. Wo weiß auch vibriert. Yeah. Oder sagen wir mal die Psychedelikas, die jetzt zum Beispiel aus Amerika, Ayahuasca kommen, zu Südamerika, gibt es ja auch hier diese Filter. Also immer diese Schwingung mit allem, was du im Ursprung bist, am nächsten zu verarbeiten. Ja. Und die Mutter von allen Sprachen. Vielleicht gab es mal eine Ursprache. Aber wir kommen über die Poesie der Qualität dieser Ursprache am nächsten. Und das eine hat sich ins Englische gebildet, das andere ins Deutsche, das andere in die ganzen slawischen, asiatischen, nordischen, in all diesen Vielfältigkeiten des Ausdrucks an Sprache. Gewollt oder nicht, das hat sich so entwickelt. Überall liegt Schönheit drin. Überall liegt Schönheit drin. Das ist mir gerade wegen Englisch nochmal das Bild eingefallen mit Friendship und Relationship. Mit diesem Schiff, was fährt und bist mit einem Freund oder mit einem Partner, mit einer Verbindung, Relation, auf diesem Weg gemeinsam halt fährst mit diesem Schiff. Ich finde das auch ganz toll, wenn wir jetzt irgendwo in Mittelengland sitzen würden, uns auf Englisch unterhalten würden, dann finde ich das unheimlich relevant. Ich finde aber, unsere Sprache ist sehr viel Musik, sehr viel Rhythmus. Stell dir mal vor, jemand hat ein ganz tolles Flötenkonzert geschrieben und in einem bestimmten Takt wird die Flöte durch irgendein Saxophon oder was unterbrochen können, sagen, oh, das hört sich toll an, das mixen wir, das macht was anderes. Aber das Werk ist ja kaputt.
Das stimmt, das hat ja auch jede Sprache so ihren eigenen Rhythmus. Ja, und deswegen soll man das nicht unbedingt so vermischen. Ich möchte hier ja, recht man kann das mit bestimmten, also ich denke, dass die Kinder in der Schule schon die Qualität der Muttersprache so, und dann kann man ja das denken. Ja, aber dass sie wissen, was sie sprechen. Ne? Und die jungen Leute wissen auch, was sie sprechen. Darum geht's. Das ist das richtig ist und das ist auch richtig. Ne? Aber es okay. ist ja falsch, aus meiner Sicht auch, dass dieses in diese jungen Generation in Kindergarten dieses Denglisch reinkommt, wo die Muttersprache verloren geht. Die muss erstmal gefestigt sein und dann, oder dass die Kinder wissen, was das für Wörter sind, die sie sagen. Genau, das ist einmal die Same und das andere schon dieser komplette Baum. Ne? Oder die Einfalt, auch einen positiven Einfalt. Und die Vielfalt. Ne? Und wir kennen die Einfalt, okay. Und wir kennen die Vielfalt. Ich würde gut finden, wenn sie wirklich erstmal eine Muttersprache lernen. Weil dann später die anderen Sprachen übersetzt du dann immer in deine Muttersprache. Und wenn die das aber in der Grundschule nicht lernen bis zur vierten Klasse. Mhm. Ja, also meine Jungs, die schreiben bis heute noch einen Haufen Mist. Die Kinder müssen noch wissen, was die Bedeutung der Wörter sind. Okay, wir gehen noch mal ein bisschen. Ich war manchmal schon so dreist, drastisch, dass ich gesagt habe, wir haben kein Vaterland. Also brauchen wir auch keine Muttersprache. Ja. Und die Wortschatz, den haben sie uns auch weggenommen. Ja, wir gehen ein bisschen zurück. Wir gehen ein bisschen zurück. Das ist eine sehr relevante Diskussion, aber vielleicht nicht jetzt. Wir gehen mal zurück auf Moon. Meine Schuld, und das ist schön, und du hast so schön dieses Muttersprache. Da steckt ja dieses Wort Mut drin. Mhm. Ja? Wow. So, wir kommen. Sechs Minuten Zeit. Was sag ich da? Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Wenn es 5 Minuten länger dauert. Oh, die Stimme aus dem Hintergrund. Naja, Herr Fleischer, der fängt, glaube ich, hier um 10 an. Das habe ich nichts mehr zu tun. In einer Zeit, vor einer Zeit, in der die Zeit keine Rolle spielt. Hat jemand von euch ein Gedicht mitgebracht? Du hast eins mitgebracht? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Du hast dir ein paar aufgeschrieben inzwischen. Nee, schon vor ein paar Tagen. Bitte. Ich würde aber gerne noch den Satz sagen. Ja. Aufschreiben. In einer Zeit, vor einer Zeit. In der die Zeit keine Rolle spielt. Boah. Gut, das habe ich sie erst entdeckt. Den Glücklichen schlägt keine Stunde. Wow. Das sind diese alten. Das ist auch toll. Der Wirk. Der Wirk. Der Wirk. Wirken, ja. Weil Zeit ist ja relativ. Also, okay. Ist glücklich. Keine Stunde. Wenn du jetzt bist, ist die Zeit ja nicht mehr. So. Jetzt machen wir noch etwas. Ich lese ein Gedicht von mir vor. Ja. Du hast gerade ja gesagt. Blau, gelb, rot, grün, lila. Violett. Die höchste Schwingung. Violett. 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 Sag es ihr einfach stopp. Sag einfach stopp. Ja, weiter. Es lehrt mich die Rose. Im Innern meiner Stirn alle Schätze sanft geborgen. Und die Gedichte muss man zweimal lesen. Ja. Ja. Es lehrt mich die Rose im Innern meiner Stille alle Schätze sanft geborgen. Ich habe heute eine Karte gezogen mit dem Narren
Und er hatte die weiße Rose. Wow. Und du hast mich Rose genannt, als ich reinkam. Wow. Und wir haben heute bei Maya die rote Erde, die für Synchronizität steht. Deswegen war das alles so. Wow. Das wird ja krass. Das wird doch immer mehr, diese Momente ziehen wir immer mehr in unser Leben. Wenn man immer achtsam ist und das beobachtet, und dann wird das immer schneller. Das ist so schön. Stimmt, ihr saßt so hintereinander so. Ja, so Frieden, weißt du, so. Hm. Dieser Klang ist goldenlich. Und 100 Sterne leuchten mild. Musik. Und Töne öffnen weite Türen. Der Wind singt frohe Lieder und hütet kommen und gehen. Gedichte muss man zweimal lesen. Ja, nochmal. Dieser Klang ist goldenlich. Und 100 Sterne leuchten. Der Atem ist Musik. Und Töne öffnen weite Türen. Der Wind sind frohe Lieder und hütet kommen und gehen und hütet kommen und gehen. Das ist klatschen in Gebärdensprache. Ja, das machen wir auch. Ist es dann ein bisschen so, die Moleküle der Luft bewegen, ja? Und die ganzen Elfen und Feen kitzeln, ja? Ja, weil in die Gebärdensprache, das ist ja das Klatschen. Ja, genau. Das können wir auch jubeln nennen. Jubilieren, das ist auch ein schönes Wort. Ein schönes Wort. Jubel beim Paxtera. Wow. Drache. Oh, den haben wir gestern beim Puppentaler gesehen. Den Drachen. Und den Ritter, wie hieß der, Karl? Mit Feuer durch die Nacht. Mit Fluten durch alle Meere. Mit Klang aus Tiefe gebaut, mit Licht in Zukunft gebaut, mit aller Lust am Leben, mit allen schöpferischen Wirken, mit aller Kraft, durch alle Tränen. Machiko! Machen wir noch einmal. Ich will noch mehr lauschen. Und du machst noch, gehst dann noch tiefer in diesen Klang. Während du den Klang machst, hörst du gleichzeitig den Klang zu. Und ich höre hier und da. Okay, so. Feuer durch die Nacht. Wiederhole. Und dann, oh ja, durch die Nacht, mit Fluten durch alle Meere,
Mit Klang aus tiefer Bauch. Mit Klang aus tiefer Bauch. Mit Licht in Zukunft gebaut. Mit aller Lust am Leben. Mit allem schöpferischen wir haben noch ein bisschen Zugabe. Ja. Hat jemand eine Frage? Sie wollte doch ihre Gedichte was fragen. Ja, wunderschön. Moment, Moment. Bin ich nur gespannt. Mut. Beginnen wir still. Und in dieser Stille gibt es einen Klang.
alle sind hier. Misstrauen und fehlende Sicherheit. Misstrauen. Verdirbt die schöne Festivalzeit. Unaufgelöste Traumata. Definieren, wer ich bin, über das, was mal war. Die große Frage, wer bin ich? So geht es mir und so geht es dir. Denn unter unser aller Wunden sind wir miteinander verbunden. Wollen alle nur Heilung finden? Das war schön. Ja. Und dass unsere Ängste verschwinden. Besser zusammen als nur allein. Wir machen alle nur einen Ton. Irgendein Ton. Der passt schon. Und hört, während ihr euren Ton singt, auch die Töne der anderen. Ja. Können wir uns von Altem befreien? Drum nimm meine Hand und geh mit mir. Die Liebe befreit, ich sag's dir. Ein sanfter Regen, sanfter Sommerregen. Zum Abschluss unseres Konzertes, ich danke euch. Wir suchen nach den verlorenen ja, und wiedergefundenen Dichtern und Denkern in uns. Tragt sie weiter in die Welt hinaus. Kopf nochmal einen Satz. Soll ich noch das vorlesen, was ich so mitgeschrieben habe? Ja. Okay. Also ich habe jetzt leider nicht alle Namen drin, weil ich zu spät angefangen habe. Ja, warte mal ganz kurz, ich sammle mal die Instrumente ein. Okay.
Gebirge. Dann lauschen wir. Der sanfte dampft. Der Holder Holger trägt den Speer. Danke an die Erde und der Himmel kommt dazu. Thomas ist nicht ungläubig. Glauben heißt nicht wissen. Und ich glaube mehr, als ich denke. Der Goldschatz setzt sich durch. Mit der Königin der Morgensonne. Immer fröhlich, immer heiter. Violet and Violence. Heil, heile dich, heile mich, heile alle. Wenn's räumt, dann kullert's. Einfalt, Vielfalt, beides gefällt. Wortschatz. In einer Zeit vor einer Zeit, in der die Zeit keine Rolle spielt. Den Glücklichen schlägt keine Stunde Wirkungszeit. Wow. Ich danke euch, ja? Kannst du das aufschreiben und bald setzt das eventuell auf die Homepage oder so? Genau, und dann das erste auch, ja? Das erste war so toll, ja. Das erste. Können wir alle daran teilhaben, ja? Später. Ja. Liest du das erste auch nochmal? Können wir damit angeben, was wir alles so toll gemacht haben? Das erste war: große Harmonie unter dem Dach der Kontemplation, aus der Tiefe geschöpft, wundersam, einsam, zweisam, gemeinsam. Hör gut zu, mach Mu wie die Kuh, hier auf der Weide, im Sonnenschein mit dir allein, das muss wahrer Frieden sein. Und alle Sterne funkeln, später dann im Dunkeln. Zirbel, dürbel, dubel, Königin der Nacht am Currystand, in Lakesch. Es kommt eine kleine Nachspeise von mir. Und da bitte ich dich. Sie gerade wieder etwas Inspirierendes, ja. Da bitte ich, dass du es noch einmal liest. Und jetzt lädst du bei deinem Lesen die Stille mit ein. Denn erst in der Stille wird das Wort zu einem magischen Wort und wird wie ein Samen, fängt es an, sich auszubreiten und größer zu werden. Und nimm noch etwas. Wenn du liest, suche zwischendurch die Augen. Damit lädst du den Menschen ein, den du etwas erzählst, und nimmst sie wieder zurück in deine Worte. Geh hinaus und ich lade sie wieder ein. Ja? Also lass dir die Zeit. Und ruhig, mach es, auch wenn es dir so viel Pause, sprech extrem langsamer, als du normal sprechen würdest. Und es muss gar nicht laut sein. Ja, aber laut genug, doch ich, damit ich als anderes hören kann. So was gemeint. Ja, ja. Oder nicht? Ja, ja. Sonst nichts. Nee, ich meine, wenn du den Raum der Aufmerksamkeit. Wenn du dein kluger Lehrer ganz leise reden und alle Schüler. Den Raum der Aufmerksamkeit. Da wird auch schon wieder ein wunderschönes Samen drin. Genau. Okay. Und damit wir jetzt auch die Mutter Erde mit dabei haben. Mach ich euch an. Okay. Maori. Okay. Große Harmonie. Unter dem Dach der Kontemplation. Aus der Tiefe geschöpft. Wundersam, einsam, zweisam, gemeinsam. Hör gut zu. Mach Mut wie die Kuh. Hier auf der Weide, im Sonnenschein, mit dir allein. Das muss wahrer Frieden sein. Und alle Sterne funkeln, später, dann im Dunkeln. Zirbel, dürbel, dubel. Königin der Nacht,
Am Curry-Stand. In Lakesh. Hast du was gemerkt? Ja. Und, genau, mehr Energie. Und jetzt, du machst es jetzt nicht noch einmal lesen, aber für das nächste Mal, wenn ich jemanden ansehe, also sozusagen meine Energie und meine Aufmerksamkeit ihm schenke, dann warte auf diesen Moment, wo es in ihn arbeiten kann und die Energie zu dir zurückfließen kann. Weil die brauchst du als Künstler. Du bist ein Geber und ein Nehmer. Ja, bis sie dir zurückfließt, seine Aufmerksamkeit. Und die trägst du denn hierhin, die Kraft, die du da bekommst, energetisch, und trägst sie weiter zu dem Nächsten. Du nimmst es wieder auf und trägst es wieder weiter zu dem Nächsten. So ist alles im Fluss. Weil alles ist Energie. Okay. Ich danke euch. Sehr wundersam. Wir sind in den Workshops dann fertig.